liebe Hörerinnen und Hörer, mir wird die außerordentliche Ehre zuteil, Sie hier auf das Allerherzigste begrüßen zu dürfen zu Lies meinen Text. Zwei Künstler, zwei sehr besondere Künstler, tauschen Stimme und Manuskript, lesen und interpretieren ihre Texte wechselseitig. Dazu gute Unterhaltung und ganz viel Vergnügen. Schwer und milchschaumgleich begichtet rollen die schiefergrauen Wogen des Nordmeeres in majestätischer Formation auf die Küste zu und brechen sich in tosendem Donnern am klüftigen Gestade. Weit im Westen zeichnet sich der kochende Horizont scharf vor dem schwarz dräuenden Himmelsmeer mit hoch aufragenden Wolkentürmen ab. Der Wind frischt merklich auf. Die Luft riecht metallisch, elektrische Spannung lässt die Atmosphäre knistern. Die Welt lechzt nach Entladung. Vor einer geräumigen Höhle im steil aufragenden Uferbereich brennt flackernd ein Feuer. Im Höhleninneren lagern teilnahmslos zwei Weibchen, von denen eines etwa 16, das andere fast 40 Sommer sah. Der gedrungene Körperbau, die kräftigen langen Arme, die starken Augenbrauenwülste und das völlige Fehlen elegant geschnittener Nachtwäsche lassen keinen Zweifel zu. Neandertaler. Die beiden klauben sich unter leisem Geschnatter gegenseitig Läuse aus dem Kopffell und pralle Zecken aus den Achselhöhlen, um diese dann anschließend genussvoll zwischen den Zähnen zu knacken. Am Höhleneingang hockt ein steinaltes Männchen, offenbar um die 50 und schrumpelig wie ein Winterapfel, das, wiewohl vollständig zahnlos, seit Tagen bemüht ist, nur durch dauerndes, speichelreiches Kauen aus einer Hirschhaut einen Winterumhang mit Kapuze und verdeckter Schnürleiste zu fertigen. Das Feuer sekundiert knackend und prasselnd die schmatzenden, zahnlosen Malmgeräusch des Alten, der unablässig den Hirschbalg gerbend auf der Felge kaut. Zum Winter muss der Mantel fertig sein. Von weit her weht es Säbelzahnsgebrüll. Die Dämmerung bricht herein und der große Räuber drängt zur Jagd. Da taucht am Strand der lang Erwartete auf, der Jäger von der Pirsch zurück, die ihn 3 Tagesmärsche weg von der Höhle in die Wälder führte. Der erklimmt trotz tagelanger Wanderung noch leichtfüßig das Gesims, erreicht das Feuer, lässt im Schwunge die erlegte Ricke von der Schulter gleiten und rauzt den Mantelkauer an. Rigol möchte Schrampf besutten, Pratzerfem, Schrampf besutten! Und der Alte nimmt den Hirschbalg aus dem Mund und entgegnet, lass den Scheiß, Helmut, und sprich anständig mit mir. Aber Schrampf besutten! Ja doch. Schrampf der Sutten! Ja doch, Helmut, ich bin dran, ich weiß, aber erst der Mantel, Herrgott, nochmal. Sutten aber! Ernst schlungend, Öder! Ja, ich beruhig mich auch. Jetzt geh rein. Und der Jüngere trollt sich in die Höhle, um sich dort wie jeden Abend mechanisch mit den Weibchen zu paaren. Der Ältere zerrt derweil weiter, nass den Mantel kauend, die Innereien aus der Ricke. Der Wind frischt auf, der kühle Vorbote des nahenden Gewitters. Das Feuer flackert unruhig in der Brise, Schatten tanzen an der Höhlenwand. Dunkelheit kriecht aus dem Wald. Die Rotte rückt zusammen. Und da wäre jetzt der Einsatz. Sagen Sie mal, ist das nicht die Kulturdezernentin? Ja, ich mache im Hintergrund ein bisschen Geräusch, dass ich mich nicht irritiere. Ja, ja. Super. Sagen Sie mal, Herr Schmickler, da drüben die Frau, die jetzt mit dem Rücken zu uns sitzt, ist das nicht die Kulturreferentin? Sie meinen die hiesige Kulturdezernentin, also die jetzige, nicht die Vorgängerin. Der Mann war ja Holländer, die heißt Hülsenkrämer. Ah, sind Sie sicher? Die jetzige hiesige Kulturreferentin, die heißt Hüttenkämper. So eine mächtige blonde Ine, die da drüben sitzt und ihren Geburtstag feiert, mit den 6 Damen da am Tisch, mit dem Rücken zu uns. Ach, ich meine doch einen ganz anderen Tisch, da wo die 2 Damen sitzen. Und die feiern doch keinen Geburtstag. Hören Sie mal, die jetzige Kulturdezernentin der Stadt, das ist die Frau Hüttenbrecher aus Münster. Wieso denn jetzt aus Münster? Weil die da ein großes Hotel hat.